Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Witcher 3. Wir spielen diese Ergänzung Hearts of Stone und sind hier jetzt in einem, ja, in einer Erinnerung, in Ja, einem Bild genau. von Iris, heißt sie, glaube ich, ne? Die Ja. Frau von Dieser Olgnet. Gestank. Und ja, die haben ja einige Kamikaze-Bienen, schreibt mir. Bienen sind ja. Begehen ja Selbstmord, wenn sie jemanden stechen. Das weiß ja jeder. Und die hier. Obwohl sie in einem Bild sind und gar nicht real, werden wahrscheinlich auch einfach sterben. Es sei denn, sie sterben am Feuer von Geralt. So, Tja. wie man sieht, haben wir hier ganz seltsame Farben. Ja, es ist ein bisschen violettig. Ja, was eigentlich grün wäre normalerweise. Schätze ich mal. Und hier sind wieder Bienen. Mann. Wir haben in der anderen Folge haben wir so eine Szene, Szene einer Ehe heißt es ja hier. Sieht man ja. Rechts. Da haben wir auch so eine Szene aus der Ehe von Olgiert und Iris gesehen. Oh, Kaputte Blumenstrauß. Dekoration für einen besonderen Anlass. Ja. Das war irgendwie auch so komisch, ne? Wie die sich miteinander verhalten haben. So, Ja, hier. eine Erinnerung. Genau. Wir müssen jetzt immer vervollständigen, das Bild. Zwei Ja. Blumensträuße haben wir jetzt. Tja. Wir gucken, was wir noch alles finden. Ja, da ist Ich noch glaube, das was. Schwert können wir jetzt erstmal Ja. wegstecken. Was Rotes da am Ja, hier Brunnenrand? war Da ist was, was Rotes am da Brunnenrand. ist was Rotes, Ja. ja. Ein Ein Glas. Glas. Sieht wie das von Olgiert aus. Tja. Dann sollten wir es Olgiert vielleicht geben. Da Jetzt gucken ist wir mal auch hier. was. Ein Brautschleier. Brautschleier. Fragezeichen. Hallo Katze. Die Erinnerung ist verschwommen. Du musst einen Weg finden, sie wiederherzustellen. Na schön. Ja, haben wir schon Indem wir ihnen mitgekriegt. Sachen geben, Gegenstände geben, also das Bild ergänzen, können wir auch an den Erinnerungen dann teilhaben. Wenn Ja? wir ein Bild hätten. Also, er hat wahrscheinlich das Glas, oder? Oder tauschen die Bl Ja, wir haben zwei Blumensträuße? Das stimmt Blumensträuße. wohl nicht. Was wollte sie eben geben? Den Nee, das Blumenstrauß. Glas würde ich eher sagen. Das stimmt wohl nicht. Das Glas. Sieht doch so aus, als ob er die Hand so. Passt perfekt. Aber hast es nicht gleich gemacht? Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Ich dachte, Und auf ich muss ihm deine, das lieber Glas Mann. geben. Hab gar nicht gesehen, dass er schon Glas hat. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich. Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Geralt zieht sein Schwert, das heißt, es kommen schon die Spinnen Ja, an, schätze ja? ich mal. Sie hat aber wirklich ein etwas seltsames Augenmerk-up, oder? Wer? Na, sie, Iris, ja. 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 Irgendwo Als ist ob das nicht sie sehr. mit Verdammte dem Axt. Make-up geheult hätte. Ja, sehr komisch. Ich Nicht sehe zu nichts. empfehlen. Mann. Mehr? Ja, da hinten sind noch mehr. Ah, Sind komm. ja auch nur Erscheinungen, aber sind Ja. durchaus gefährlich. Sag mal, diese Schatten, wie so Diese ein Schatten. blöden Viecher hauen Ja, immer ab. boah, das ist ja vielleicht eine schlimme. Wow. Ich weiß nicht, welche Aktion nicht erlaubt ist. Egal. Dann gehen wir mal hin. Meine Schwalbe würde vielleicht. Naja, die willst wahrscheinlich anschließend meditieren, wenn es geht. Ja, ist bestimmt nicht verkehrt.
So, ich sehe nichts mehr. Aha, also unsere Aufgabe ist immer noch die, die wir vorher auch schon hatten? Ja. Ja, ist bestimmt nicht verkehrt. Geht vermutlich nicht. Habe ich es doch gewusst, aber hilft trotzdem. Ja, Gerald, ne? Ist wieder voll. Ja. Ja. Also man kann sich hier wieder auffüllen. Schon wieder er. Schon wieder, wieder er? Wer er? Hä? Hä? Wen meint er? Tja, keine In Ahnung. In der Nähe steht hier, da achten wir gar nicht so oft drauf, ja, was da steht, aber neben der... wir sehen, wir müssen hier ja, hin. Genau, am Suchkreis. Und da haben wir wieder einen Kreis. Die Lampe könnten wir ausmachen, wollen wir aber nicht. Nee. Genau. Tür, Tür, Tür. Jede Menge Türen, Feuer. Aber ansonsten ist hier nicht viel zu sehen. Wir sind schon wieder raus aus dem Kreis. Hm. Ah, da ist eine Tür. Vielleicht musst du da durchgehen, wenn du kannst. Da ist was Rotes. Hier. Ein Bild. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Oh, halt, da ist noch was im Sicher Regal auch oder so. Unvollständig. Oder was ist das? Dieses Rote. Kommt das von einem Bild nur? Oh, hier ist viel. Nee, da ist ganz eine ganze Rotes. Menge Rotes. Ja, gucken wir doch mal. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Aha. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Aha. Und nur wenig anders. Castel Ravello. Wein aus Toussaint. Teuer. Aha. Na. Dann gucken wir uns mal das rote Bild an. Aha. Ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder alles so einrichten wie auf dem Bild. Untersuchen, das hast du ja gerade gemacht. Hab ich ja gerade gemacht. Ja, genau. Die Figuren, das sind ja, glaube ich, gar nicht gesehen. Vorher waren die nicht da, oder? Nee, die waren nicht da. Mhm. Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Aha. Auf dem Bild haben sie gebrannt, aber das ist noch nicht alles. Genau, zwei haben gebrannt. Das ist richtig. Und die dritte war nicht an. Das haben wir gesehen, aber da müsste es ja irgendwo noch was geben. Hm. Sieht irgendjemand irgendwas? Nee, was willst du denn? Ja, was? Ich muss noch irgendwas machen oder finden oder so. Der Kamin hat gebrannt, genau. Hm. Das war's, was gefehlt hat. Aha. Zwei von den drei Kerzenleuchtern und der Kamin. Ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen. Stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies... Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Oh oh. Das wird ihn jetzt sehr ärgern. Wie lieb von Mama und Papa an mich zu denken. Olgiert. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Nun ja. Man muss ja wohl sagen,
dass er sich tatsächlich mit Banditen umgeben hat, nicht wahr? Ja, also, nicht du schon wieder. Also ich hätte ihn jedenfalls mir auch nicht als Familie, neues Familienmitglied gewünscht. Nee, dieser Ort gerade der nicht. Schwiegersohn, von dem man träumt. Tja, ich nehme an, wir müssen jetzt hier hochgehen, ne? Das könnte sein. Jedenfalls haben wir hier wieder so einen Marker. Ja. Aber ob es oben oder unten? Doch darüber steht hier. Er steht ja auch noch sogar darüber, damit du es auch verstehst. In klaren Worten. In der Nähe jetzt so. Falls du das immer noch nicht verstanden hast. In der Nähe, ja. So. Können die nicht noch ein paar mehr Kerzen aufstellen? Man sieht ja nichts. Das Schlafgemach. Aha. Dann gucken wir uns mal um. Na, sie stand unter keinem guten Stern, diese Ehe. Das würde ich mal sagen. Nee, ganz und gar nicht. Blutverschmiertes Handtuch, um Gottes Willen. Das Handtuch hat Blutflecken. Oh je. Nicht gut. Und da ist noch was? Ja. Nachttisch. Der Stoff ist fast weg. Aha. Tja. Was ist das? Was ist das? Wasser? Nee. Ach, er wäscht sich die Hände. Ja. Gucken wir uns erstmal weiter an. Ja. Wäscht er seine Hände jetzt in Unschuld oder wie? Ja. Hoffentlich nicht. Nachthemd. Ein Nachthemd. Offenbar nie getragen. Aha. Tja, mehr sehe ich im Moment nicht. Das ist nur eine Spiegelung, oder? Interagieren steht da. Hier ist untersucht. Blutflecken. Jemand hat sich die Hände gewaschen und dann das Handtuch. Siehst du, sag ich doch. In Unschuld. Dann nehmen wir mal das Handtuch. Ja. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Lügner. Ja. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Also er hat blutbeschmutzte Hände, was hat er denn gemacht? Tja. Jemand ermordet, hä? Wer weiß. Aber wir können wenigstens speichern. Aber er sagt ihr noch nichts. Noch eine verschwommene Erinnerung. So, was fehlt denn hier wieder? Tja, müssen wir mal wieder gucken, ne? Untersuchen. Schon dabei. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Hatte er schon diese komische Frisur? Sie hat Olgiert gemalt. Aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Ja, was denn? Ja. Gucken wir uns doch mal wieder da. Um. Da. Ist was? Obstschale. Frisch. Obstschale. Wie eben erst gewaschen. Da ist noch was. Haben wir hier eine da Obstschale? Ist unten was. Ah ja, hier. Ja. Links. Ja, ja. Links Weintrauben, rechts Apfel und dahinter Glas, Krug, irgend da sowas. Ist was hier, noch was Rotes. Da. Glas. Ein Glas. Ein Kelch, wie der auf dem Bild. Genau. Interagieren. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Auch
Okay, die Trauben, die waren links. Ja. Müsste passen. Den Apfel in die Mitte. Na gut, dann nach rechts. Das gehört hierhin. Dann den Kelch in die Mitte. Vielleicht hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Naja, auf dem Bild hat man nicht viel gesehen. Ein bisschen netter. Da sah es aus wie rechts. Ja. So. Ja. Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Er hat nur noch Geheimnisse vor ihr, würde ich mal sagen. Tja. Tja. Geh zu Olgierds Studierzimmer, steht hier. Ja. Haben wir unser Radar dabei? Naja. Auf jeden Fall haben wir hier eine Markierung. Wir haben hier sowas wie so ein Markenzeichen. Nee. Aber ich weiß schon. Ach. Wieder mal eine Erscheinung. Noch mehr? Ja, noch mehr. Und die sind ganz schön heftig zum Teil. Noch eine. Aufpassen. Vielleicht kommen die irgendwo her wieder. Von irgendwas. Oder? Oder hören die jetzt auf? Noch mehr oder war's das jetzt? Scheint's. Na gut, dann musst du wieder zurück irgendwie. Also jedenfalls dahin. Ja. Ja, irgendwie hier lang. Und dann nach rechts. Ja. In der Nähe steht Meister hier. Von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Aha. Ach, wir können einfach durch ihn durchlaufen. Ab und zu solltest du auch mal speichern, du weißt ja. Ja. Kann nie wissen. Es kann nicht schaden. So, da Bild. Haben wir wieder ein Bild. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Aha. Ja. Das war's bestimmt. Oh, was haben wir hier? Ach, so ein Kreis. Hier ist ein Kreis. Mal gucken, was hier sonst noch rumliegt. Blutpakte. Ach, Blutpakte. Das. Über fremde Präsenzen. Erscheinungen müssen stets innerhalb eines Schutzkreises beschworen werden. Deswegen hat er ja auch einen Schutzkreis gemacht. Okay, da ein war Band kein über Verhandlungen mit Dämonen. Tja. Gaunte Odim ist sowas, hä? Ja. Na, gucken wir mal, was das hier ist. Bienenwachskerzen. Naja, das ist mir schon aufgefallen, dass hier keine Kerzen sind. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide, dann kann ich Kerzen aufstellen. Bienenwachskerzen. Ja, da ist schon so ein komischer Rauch da hinten, so ein schwarzer. Ja, ja. Den haben wir öfter. Da ist das. Da hinten ist was. Die Tore der Mysterien zwischen den Welten. Die können wir mal kurz reingucken, hm? Jo. Ach. R. Konnte man nicht mit R lesen? Ja, ich war zu langsam.
Brautkleid? Na egal. Nein. Hier ist es ja, das ist es. Da ist es. Gut, gut. Nun ja. Ja, nun ja. Aber wir haben noch keine Kreide, oder haben wir Kreide? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da müsste doch irgendwo Kreide rumliegen. Ja, ist es. Ein Kreidestück. Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Aha. Du weißt, was er da getötet hat. Tja. Ich träume alles so, Orgiert. Schwarzmagie. Hm. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Nein, nein. Ja, im Kreis drumrum haben wir gelesen. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Tja, wen will er wohl rufen? Keine Ahnung. Vielleicht Gaundoldim? Ah, vielleicht hat er so Hund und Katze und den Pedell gerufen. Das kann natürlich auch sein. Die sich darum kümmern, um sie. Ja. Und ziemlich fertig ist er jedenfalls. Hätte besser nicht heiraten sollen, hä? Nee. War wohl nicht so gut. Also für Iris. Für sie auf jeden Fall nicht. Ja, Feus. Soba Kamisa Iala. Soba Kamisa Abarasas. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ach so. Ich beschwöre dich. Er will den Pakt beenden mit Gaundoldim. Ah, er will Gaundel loswerden. Ja. Verflucht! Ein Puff im Kamin, die Kerzen sind aus. Feuer! Oh. Hier drinnen, schnell! Lösch die Flammen! Oh, Scheiße! Sag mal, kannst du nicht durch ein Bild abhauen oder irgendwas? Ja, hier, Schneesturm. Untersuchen. Wo bist du jetzt? Ja, woher soll ich das wissen? Ich sehe genauso viel Verdammt, wie du. Mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Vom Regen in die Jauche oder wie? Ja, das ist ganz scheiße. Weil jetzt nämlich, das hatten wir ja schon mal. Wo, ich weiß nicht. Hier. Muss eigentlich ins... Hier rein. Das sieht gut aus. So was Ähnliches hat man doch schon mal, als du unterwegs warst. Mann. Ne? Oh ja. Mit Avalach, als du mit dem unterwegs warst, hast du doch schon mal sowas Ähnliches erlebt. Ja, da hatten wir auch so eine Welt mit Schneesturm. Das sind ja halt verloren, aber du hast ja. Und wir waren ja auch schon mal im Feuer in der Scheune. Ja, na, aber das war was anderes. Da gab es kein Bild. So. Das war real. Das ist ja alles nicht irgendwie real. Ja, die andere Welt war ja auch real. Was mir jetzt hier Kannst du mal speichern? Olgiert, Iris und ihr Vater? Ja. Okay. Ach, die sind hier. Aha. Ich sehe schemenhaft einen Hund. Hier sind ein paar rote Sachen, die wir wohl wieder einsammeln müssen. So hat er angefangen zu rauchen. Wer? Ein Bierhund. Geralt? Aber es war Wodka drin. Oho. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Ja, das sieht so ganz so nach Olgiert aus. Ha? Bierhund, also ein Bierhund mit Wodka, das ist ganz schön viel Wodka dann. Aha. Das ist der Vater Der scheint von der Iris. Vater zu sein. Hier was ist bei ihm? Auf dem Boden. Ehevertrag. Aha. Na, ich schätze mal, den Ehevertrag wird er haben der und er kriegt den Humpen. Von Iris und Olgiert. Aha.
Aha. Na gut. Mhm. Dann werden wir mal dem Vater den Ehevertrag geben. Nehme ich mal an, ja. Würde ich auch sagen. Die Erinnerung ist noch unvollständig. Du bist ja nicht beim Vater, du bist bei Olgiert, oder? Ach so, nicht ganz, du hast ihm schon einen Vater gegeben, oder was? Ja. Da kannst du ihm, ja, er soll es bestimmt. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ja. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Ach so, sie wollte gar nicht mal mit ihm zusammenleben. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, was für ein Typ bist du denn? Man, ich muss habe ja nicht meinen bleiben. Schwur gehalten. Meinen Olgiert gibt es nicht mehr. Gab's den so je? Einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub von der Ewigkeit. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Das war die wahre Liebe. Oh, oh. Oh, das hat er ihn noch umgebracht. Vater! Naja, er hat Vater! Schon so viele umgebracht. Nein! Einer mehr oder weniger ist shit egal. Ja. Und dass sie das jetzt Dina! Mitbekommen hat. Nehmt den Kalzal. Sag mal, wie weit ist denn der... Damit. Naja. Tja. Und viel Menschliches ist nicht schade. Mehr an ihm. Nee. Und das ist aber nicht nur Gaun der Odin. Tja. Der das Ganze nur verstärkt, würde ich sagen. Damals hat von Everick aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Genau. Gehen wir nach oben. Ja. Da war dann gar nichts mehr von ihm da, was da früher da gewesen ist, oder? Nee. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt aber Schluss und in der nächsten Folge dann weiter, ja? Na gut. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.